Heute ist in EAFC 24 eine richtig nice neue Promo gestartet, und zwar FC Pro Live. Was es damit auf sich hat, das gibt's jetzt in diesem Video. Das FC Pro Live Event ist die erste Promo, die mit E-Sport verknüpft ist. Und dadurch können sich die Karten, die rausgekommen sind, weiter upgraden, was ja auch immer eine nice Sache ist. Wie immer kam hier ein Team mit Karten raus, die man ziehen kann, dazu auch eine Aufgabe und eine SBC, eben wie gewöhnlich. Die Karten, die rauskamen, siehst du jetzt im Hintergrund. Aber wie können sich diese Karten jetzt upgraden und was hat das überhaupt mit E-Sport zu tun? Ab dem 27.11., also in knapp einer Woche, beginnt die FC Pro Open, wo die besten E-Sportler EAFC 24 gegeneinander spielen. Aufgeteilt sind die Spieler in vier Gruppen mit je 5 Spielern. Hier siehst du jetzt die ganzen Wochen. Jeder spielt zweimal gegen jeden, also eine Hin- und Rückrunde in der Gruppe, insgesamt also 8 Spiele in der Gruppenphase. Die Gruppe A beginnt in der ersten Woche die Hinrunde und in Woche 5 die Rückrunde. Gruppe B spielt dann in der zweiten Woche ihre Hinrunde und in Woche 6 ihre Rückrunde. Das Finale ist am 3. Februar. Jetzt kommt der Kniff. Jede Karte aus der Promo ist einem dieser E-Sportler zugeordnet. Und je nachdem, wie die dann performen im E-Sport, bekommen die Karten dann Upgrades. Ähnlich wie auch bei anderen Events, wo dann immer die Leistung des Vereins eine Rolle gespielt hat. Nur jetzt eben die Leistung eines E-Sportlers bei dem E-Sport-Event. Auf dieser Website könnt ihr sehen, welche Karte welchem Spieler zugeordnet wurde. Manchmal passen zum E-Sport-Verein, wie bei Tacts, der spielt bei City, und hat Philips, der auch bei City ist. Manchmal ist die Zuordnung aber auch komplett random. Ein Link mit dieser Seite findest du in der Videobeschreibung. Man kann hier übrigens auch sehen, wer vielleicht so ein bisschen Favorit ist anhand der letzten Top-4-Finishes. Wenn du dich gut im E-Sport-Bereich auskennst, kannst du natürlich auch noch mehr Schlüsse draus ziehen. Wie es aktuell bei deiner Karte mit den Upgrades aussieht, kannst du aber auch direkt im Menü bei der Karte nachschauen unter weitere Informationen. Da ist eigentlich alles ganz gut aufgelistet. In diesem Bild seht ihr jetzt nochmal genau, wie sich die Karten dann upgraden können. Für 3 Punkte in der Gruppenphase gibt es schon mal ein Inform-Upgrade, für 6 Punkte dann noch eine Position und ein Playstyle dazu und für 10 Punkte dann noch ein Inform-Upgrade. Man könnte also schon nach einer Hinrunde, man hat ja da immer 4 Spiele, auch schon theoretisch 12 Punkte holen und so schon die ersten Upgrades kriegen. Fürs Qualifizieren der K.O.-Phase gibt es dann nochmal ein Upgrade und ein Playstyle-Upgrade und fürs Gewinnen dann nochmal ein Upgrade. Plus ein Weakfoot- und Skill-Upgrade. Am Ende könnte die Karte also schon echt krass aussehen, wie gesagt ist das Finale aber auch erst am 3. Februar. Was glaubst du, wer setzt sich hier durch und welche Karte sollte man sich mal holen zum Spekulieren? Wie findest du das Event? Schreib das auch mal gerne in die Kommentare und wenn du noch Fragen hast, schreib die auch gerne rein. Das war's auch schon, bis zum nächsten Video und ciao.